Danke, Hybrid. Bei den Rockets gibt WRUP nicht. Oh Gott. Ja, auch noch die wichtigsten Sachen, ne? So. Das Feuerwärter des schwarzen Zählen reinigen. Ja, genau. Das ist schön, wenn man in alle Häuser rein kann. Und das Witzige ist, Hund legt sich jetzt sofort wieder zu Herrchen. Ich habe sie jetzt einfach nur da lang trippeln hören. Ist auch witzig. Ich weiß halt immer genau, wo der Hund hingeht. Beeilt euch mit dem Holz! Es ist besser so. Für alle. Na los! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Junge. Ich habe jetzt übrigens hier vor, mich auch genauso umzusehen, wie ich es in Witcher 1 gemacht habe. Also so gründlich wie möglich, egal wie lange mir das jetzt dauert. Wobei ich hier auch wieder die Frage stelle, soll ich auch alles vorlesen oder nur die Bücher, die ich bekomme? Weil ich glaube, es gibt dann hier später auch wieder so Bestiariumsbücher und sowas. Soll ich die auch vorlesen oder... Halt für Charaktere, wenn es sowas gibt. Halt wirklich nur wie eben dieses Büchlein hier. Solche Büchlein. Ja, solche. Ja, die will ich auf jeden Fall vorlesen. Ich weiß halt nicht, ob euch das interessiert, wenn ich das vorlese. Das müsstet ihr mir dann eventuell kundtun. Bei mir ist es halt egal, ob ich es lese oder nicht. Jetzt werdet ihr euch für euren Verrat verantworten, ihr Drecksteine. Du solltest dich hier nicht rumtreiben, Hexer. Was mache ich denn das ohne ist militärisches so Sperrgebiet. Viele Kerle fallen. Und das wegen eines Frauenzimmers. Warte mal. Ich kann die Hühnchen töten. Mir geht's, wie du möchtest. Okay. Also wie gesagt, ne? Ich kann es von mir aus erstmal vorlesen. Wenn ihr dann merkt, oder wenn ihr da merkt, es ist nicht so euer, könnt ihr mir das auch gerne sagen. Das würde ich halt wirklich dann nur für euch vorlesen. Bei mir selbst ist das halt relevant. Dasselbe gilt übrigens auch für die Leute, die das hier auf YouTube sehen, ne? Das hier kommt übrigens auch alles auf YouTube. Und ich hoffe, diesmal zeitnah. Versucht das jetzt so pünktlich wie möglich rauszuhauen. Jetzt werdet ihr euch muss nur noch die Endcut dafür schneiden. Dreckschweine. Verrat, Herr? Wir sind einfache Leute. Wir haben hier war ich schon drin, ne? Nichts zu tun. Nee, hier war ich noch nicht drin, okay. Verloren und nun winselt ihr wie die Hunde. Was habt ihr mit uns vor? Das entscheidet der König. An der Wand aufstellen und Maul halten. Alter, seid ihr wieder freundlich hier. Okay, da wird es wahrscheinlich weitergehen. Du solltest dann will ich da noch nicht lang. Hexer, das ist militärisches Sperrgebiet. Wie gesagt, ich will mich so gründlich umsehen, wie es geht. Weil so schnell kommen wir nicht in den Genuss, dass wir Witcher nochmal spielen. Ich habe mich nämlich noch nicht entschlossen, dazu entschieden, ob wir nach Witcher uns eher auf Einzelgames konzentrieren. Also ich sag jetzt mal wie die Götter schlafen jene, die Wolf Among Us zum Beispiel von Telltale. Oder wir fallen halt so nichtssagende Titel an. Oder das einzelne PS2-Spiel oder sowas. Er hat jetzt nicht großartige Reihen beinhalten. Vielleicht maximal einen zweiten Teil besitzen oder so. Wie mich darauf dann erstmal konzentriere? Ich weiß es halt nicht. Ja, genau, keine Spielreihen. Ich weiß halt noch nicht, wie ich das machen möchte. Weil freitags, das wird bis ich irgendwann mal aufhöre zu streamen, das wird unser Final Fantasy Tag bleiben. Es sei denn, es kommt dann mal ein 24-Hertz-Stream oder
irgendein Event oder sowas, da kann es auch ausfallen. Du ist das dann nicht. Aber ne? Sonntag ist ja immer so unser Mischmasch-Tag, unser Together-Tag, unser Alles ist möglich-Tag. Wenn du in 2 bis 3 Jahren wieder so wird schon nochmal spielen, dann ist es schwer. Weiß ich nicht. Vielleicht. Es ist besser so. Vielleicht auch schwer, aber ich will keine Versprechung machen. Es kann auch sein, dass ich dann sage, nee, ich hab halt einfach keinen Bock drauf, auf schwer zu spielen. Weil, also Witcher 3 könnte ich mir wahrscheinlich noch vorstellen, aber... Es ist besser. Witcher 2 hat mir auf normal schon das Genick gebrochen. Ebenso wie Witcher 1. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Und wie er schon sagt, wir haben nicht so viel Zeit, wenn ich noch mehrere Spiele spielen möchte. Ich weiß es noch nicht. Es kann auch sein, dass wir es auch schwer spielen. Es ist besser so. Vielleicht habe ich ja Bock zu. Das war ich ganz nach Lust und Laune abhängig. Aber es wird dauern, bis wir erstmal Witcher dann wieder spielen. Sofern ich jetzt hier nicht wieder irgendwie Bock missbaue. Beeilt euch mit dem Holz! Es ist besser so. Für alle. Beeilt euch mit dem Holz! Und um nochmal auf das Thema von ihm zu kommen, bin dann halt auch am überlegen, ob ich zum Beispiel den Dienstag halt für Spiele reinnehme. Dass ich da dann halt sage, da kommt dann die Gothic-Reihe, die Legacy of Kain-Reihe, die Tales-Reihe, ne? Und so weiter. Wobei Tales könnte ich halt eher als einzelne Spiele sehen. Ist zwar eine Reihe, aber für mich halt nichts, was ich hintereinander wegspielen müsste. Halt einfach auch, weil es gar nicht mehr möglich ist, glaube ich. Also weil vieles halt auch einfach nur auf Englisch vorhanden ist und ich nichts, was rein auf Englisch ist, spielen werde. Es sei denn, ich lerne Englisch. Und kann irgendwann besonders gut Englisch. Aber nein. Die Zeit besitze ich nicht. Nicht, um mich nochmal hinzusetzen und eine Fremdsprache zu lernen. Und auch nicht die Lust. Latein würde ich lernen, aber Latein bringt mir nichts. Außer, dass ich vielleicht in manchen Spielen etwas übersetzen könnte. Wenn es so ein richtiges Latein ist. Geräusche. Wahrscheinlich brauche ich nur die Hälfte von dem, was ich hier gerade aufnehme. Mein Inventar kann hier auch voll werden, oder? Ja, kann es. 150 von 250. Hier bin ich die Fanspielreihe und ich würde es mega fan, wenn du es vielleicht mal spielen würdest. Welche denn? Ich mache aber keine Versprechung. sonst werde ich da drauf festgenagelt. Assassin's Creed. Assassin's Creed wäre echt cool, ja. Assassin's Creed wäre echt cool. Ich glaube, ich habe sogar fast alle Teile. Ich komme gerade hier nicht raus. Ich muss warten, bis die draußen fertig sind, wir kämpfen. Mir gerade nicht. Ah doch, ich kann auch so kämpfen. Ein Bug. Okay. Assassin's Creed war halt echt cool, ja. Vielleicht mache ich das mal. Ich weiß nur nicht, ob ich dann wirklich alle Teile hintereinander wegspiele. Weil Assassin's Creed ist ja wirklich schon eine riesige Reihe. Und halt auch lang, wenn ich so an Valhalla, Origins und so denke. Halt schon mega, mega lang. Aber Interesse hätte ich. Interesse wäre da. Ich bete, dass ich dann noch alles verkaufen kann, was hier ist. Kann ich eigentlich was gebrauchen von dem? Na, wenn, dann würde ich mit dem ersten anfangen.
Wenn, dann würde ich mit dem ersten anfangen. Warum hat er eigentlich das Ding wieder an? Hatte ich ihm nicht... Oder kann ich das einfach noch nicht? Doch. Muss ich nicht verstehen, oder? Der Hund lässt sich viel zu leicht ablenken. Versperrt den Weg! Schnell! Okay. Damit geht's wahrscheinlich nicht. Nee. Gut, den einen Weg haben wir ja eigentlich schon. Okay. Ja, der langweilige zuerst. Ja, mit Taktik vorgehen. Dann habe ich den Schlimmsten ja hinter mir. Kids, ich neige nun mal dazu, den ne, das, was als erstes kommt, auch immer als erstes zu machen. Mein innerer Monk. Ich kann nichts für meinen inneren Monk. Mein innerer Monk muss befriedigt werden. Beeilt euch mit dem Holz! Aber dann habe ich zumindest den ersten hinter mir. Weil ich bin noch kein Fan vom ersten. Ja, er ist irgendwo cool, aber naja. Wir sind einfache Leute. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Ja, wusste ich. Oder zumindest hatte ich es gelesen. Ja, das mal gelesen. Was habt ihr mit uns vor? Das entscheidet der König. An der Wand. Alter, kann der Hund sich nicht bei hinlegen und schlafen? Ah ne, das war diesmal gar nicht der Hund. Ich glaube, das waren die Katzen, die sich prügeln. Der Hund ist nämlich da gerade runtergesprungen. Okay, ich habe nichts gesagt, das waren die Katzen. Die Katzen, die sich prügeln. Es ist nicht immer der Hund. Ich nehme es zurück. Tut mir leid, Cleo. Für die Baronin! Ich glaube, Cleo hört mich sogar oben noch. Es kann auch sein, dass sie nicht schläft, weil das Stream noch anders ist. Ich glaube, der ist zwar auf ganz leise, aber ich glaube, das ist der Grund, weswegen sie nicht schläft. Wenn ich streame, mittlerweile. Könnt ihr mir zumindest vorstellen. Würde zumindest erklären. Sie ist ja fast immer wach mittlerweile. Wie bei mir ins Bettchen geht, dann schlafen alle anderen Tiere auch. Die Katzen sind nämlich auch noch wach. Katzen schlafen auch nicht, wenn bei mir nicht da ist. Das ist der einzige, der schläft, das Herrchen. Ja, da geht's gleich runter. Aber erstmal wird hier gelootet. Ich fände es jetzt so witzig, wenn Frutus jetzt nochmal wach wird und jetzt auch mit der Kleinen geht. Ich glaube, dann wird er ziemlich frustriert sein, dass er nicht mehr muss. Ich hier schon drin? Nee, war ich nicht.
Wir laufen jetzt übrigens seit über einer Stunde in diesem Intro rum. Hinunterklettern. Muss eigentlich immer irgendwelche Kloaken sein. In einem finsteren Raum verbessere deine Sicht mit dem Trank Katze. Ja, aber meine Sicht ist hier noch halbwegs in Ordnung. Ich mag Katze in diesem Teil nicht. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Hund, entscheide dich. Das sind übrigens die Ertrunkenen. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Ich muss das Spiel gerade mal enttäuschen. Okay, was? Das ist Schnellzugriff, aber ich kann mit dem Schnellzugriff nicht aufs Silberschwert zugreifen. Nur so ist kleine Zwischeninfo. Für euch dürfte es noch hell genug sein, denke ich. Das mit dem Z-Drücken funktioniert im Übrigen auch nicht. Für ein temerisches Langschwert. Nee, temerisches Schwert. Entschuldigung. Es ist nur ein temerisches Schwert. Nein. Du, ihr süßen kleinen Ertrunkenen. Ich kämpfe auf jeden Fall gerade mit dem hier, was aber falsch ist. Steuerung. Ja, ich würde ja gern... Ach, da! Okay, das ist dann das Silberschwert wahrscheinlich. Okay, ich hab's. Kein Problem. Keine Panik hier. Ja, geht doch schon viel besser. Oh, ich kann die Leichen wegtreten. Oh. Okay, schade. Nein, Gerard, ich wollte doch nicht, dass du da durchgehst. Wer will Gerard seinen Willen durchsetzen?
So langsam nerven die da oben, die Tiere. Egal, ob sie Katzen oder der Hund sind. Die nerven alle vier. Die, von denen sie, die jetzt gerade da oben wach sind. Scoia'tael. Huch. Das stimmt. Elfen mit hässlichen Mützen. Hi. Schaut nett aus. Kein Schritt zurückweichen! Oh. Hi. Ach so, vielleicht sollte ich einmal das andere Schwert nehmen. Damit würde ich vielleicht besser vorankommen. Okay, Ober- oder Über- Unter- oder Übermeer ist doch irgendwas.